scheduled for one fall is for the WWE Championship. Now, if the champion gets disqualified or gets counted out, he will lose the championship. Introducing the challengers, weighing 245 pounds, Randy Orton. You know, somehow evil shouldn't look that good. I mean, this guy looks like he's chiseled out of stone and ready to do some serious damage. You know, JR, it's ironic that at the 25th anniversary of WrestleMania, Randy Orton is seeking to destroy the family that started it all, the McMahons. Well, I can tell you what the WWE title means to the McMahon family. I've known them a long time, known them well. The WWE title has always been the centerpiece of this magnificent organization that goes back four generations. The WWE title is the one thing left that Randy Orton can take from Triple H. Ich wundere mich gerade, wieso es nicht mehrere Taker-Matches gibt. Und ob es dann auch den Kane ohne Maske geben wird. Vor allem den mit Maske halt noch, aber halt in Brothers of Destruction Form. Also als er noch Tag Team Champ mit Undertaker war. Komisch. Naja, dann halt nicht. Vielleicht kommt es noch als DLC, wer weiß. Eat that. Fine, Signature Spambox Ausführer. Ich hätte zwei Pedigrees aus. Okay, no problem. Oh shit. Verstecktes Ziel. Alles klar. Bam! In your face. Triple H is not only going to have to fight Randy. What do you do, King?
Alter, wie viele Fäuste der jetzt kassiert hat. Nein, ich hab's gewusst, verdammt. Ida, zack. Jawohl. Spinebuster. Pedigree Number One. Nebenher, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gemacht habe, aber wenn es in irgendwelchen Mania-Matches zu leicht vorgekommen ist, weil ich es zu schnell gemacht habe, oder einfach deswegen die Epicness rausgezogen habe, dann tut es mir leid, das ist nicht beabsichtigt. Manchmal, wenn ich die Chance habe, noch ein Signature oder Finisher reinzuhauen, dann mache ich es mit Absicht extra, obwohl ich es nicht muss, damit cooler einfach kommt, aber wenn ich irgendwas nicht so mache, wie es sein sollte, dann sorry. Auf jeden Fall die Vorgaben erfüllen ist Grundpriorität, sage ich jetzt mal. Grundvoraussetzung. Bam. Suck it. Suck it. Vergiss es. Damn it. Nein. 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 Yes. Wie geht denn den jetzt? Das war doch eigentlich Spinebuster. Ich weiß nicht, wie sein zweiter Signature geht. Das ist komisch. Egal. Und hier kommt der zweite Pedigree. One, two, Pedigree. Bam. Okay, gleich Pin. Bam. Und one, two, three. Somebody is named Triple H.